Im Schatten des namengebenden Gemäuers fand das 34. internationale ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring statt. Rund 1000 Fahrer auf insgesamt 220 Autos verschiedenster Bauart hatten sich eine Startberechtigung gesichert. Gleichbedeutend war das ein neuer Teilnehmerrekord. Allerdings war in der Startaufstellung nicht viel von den Fahrzeugen zu sehen. Annähernd 200.000 Fans waren größtenteils schon Tage zuvor angereist und hatten sich für das Top-Event in der Eifel in Stimmung gebracht. Das Areal rund um die 25 Kilometer lange Strecke mutierte einmal mehr zum mutmaßlich größten Campingplatz der Welt. In der Startaufstellung taten die Teams wie immer einiges dafür, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Exotisch waren nicht nur die Bekleidungen, sondern auch das Fahrerfeld. Nicht wenige Fahrer waren um den halben Erdball gereist, um den Eifelmarathon in Angriff zu nehmen. Insgesamt gingen Teilnehmer aus 23 Nationen an den Start und freuten sich nicht nur auf das Rennen. In der Einführungsrunde hatten die Fans an der Strecke einmal mehr die Chance, ihren Helden ganz nah zu sein. Polesetter war der favorisierte Mantai Porsche, gefolgt von den Alsen-Brüdern, der Dodge Viper und Peter Zarkowski und dem Land Porsche. Auch prominente Fahrer waren dieses Jahr wieder am Start, so auch der ehemalige Formel-1-Pilot Jacques Lafitte. Ich bin hier seit 15 Jahren nicht gefahren. Das letzte Mal gewann ich das Rennen mit einem BMW. Und gestern Morgen war ich sehr überrascht, als ich das erste Training absolvierte, da es sehr neblig und sehr rutschig war. Ich war etwas aufgeregt, aber nach drei Runden war alles viel besser. Ich bin nur wegen der Nordschleife hier, sonst wäre ich gar nicht gekommen. Ich liebe diese Strecke. Und dann war es soweit beim Start, der bei den 24 Stunden vom Nürburgring aus Sicherheitsgründen grundsätzlich fliegend erfolgt, behauptete Lukas Luhr im gut 500 PS starken Mantai Porsche die Führung. Dicht dahinter Uwe Ahlsen im mindestens gleich starken schwarzen Gefährt. Der gelb-blaue Bilstein Porsche, pilotiert von Patrick Simon, machte schon auf den ersten Metern eine Position gut und verwies Peter Zarkowski auf der hubraumstarken Dodge Viper auf Position 4. Dieses Jahr ging es ohne Probleme durch das eigens für die 24 Stunden wiedereröffnete Castrol S. Im letzten Jahr hatte es hier direkt nach dem Start noch gekracht. Rasant begann das Rennen für den Lamborghini Gallardo von Räder Motorsport, der bereits schon einige Plätze in der Anfangsphase gut machen konnte. Daran war für Uwe Ahlsen zunächst nicht zu denken, als es für die Spitzengruppe Richtung Nordschleife ging. Luhr auf dem technisch ausgereiften 911er signalisierte Ahlsen schon in Runde 1, dass der Sieg in diesem Jahr nur über die Mantai-Truppe gehen würde. Zwei Minuten nach den Favoriten um den Gesamtsieg machte sich die zweite Gruppe von insgesamt drei Startgruppen auf den Weg in die grüne Hölle. Hier waren in der Spitze vor allem Fahrzeuge aus der Gruppe der Specials bis 2 Litern Hubraum zu finden. Top-Favorit in dieser mit 36 Fahrzeugen teilnehmerstärksten Klasse war der orangefarbene Opel Astra OPC von Kiesling Motorsport, unter anderem pilotiert vom Opel-Sportchef Volker Stritzek. Auch hier verhielten sich die Fahrer bei der Einfahrt ins Castrol S sehr diszipliniert, um nicht schon nach dem Start das Rennen durch einen Unfall wegzuschmeißen. Für ein Team nahm das Rennen jedoch schon nach nur einer Runde einen ungünstigen Verlauf. Der neu aufgebaute Lamborghini Gallardo von Räder Motorsport offenbarte Kinderkrankheiten und musste den Weg in die Box antreten. Schade für die Zuschauer, denn der schnittige Italiener war in der Gruppe der leistungsstärksten Fahrzeuge mehr als ein Farbtupfer im weitestgehenden Porsche einerlei. Erstmal, wir sind irrsinnig glücklich, dass wir hier sind, dass wir so weit vorn standen und gezeigt haben, was das Auto können wird. Und jetzt schon kann. Es ist ein Problem, was wir schon im Training hatten mit der Lichtmaschine. Da gibt es ein Problem, das müssen wir noch aussortieren. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, es ist mehr ein Testeinsatz hier. Aber ich denke, wir haben gezeigt, was der Lamborghini Gallardo als Serienauto und als Rennauto für Anlagen hat. Lange Gesichter also bei Räder Motorsport. An der Spitze blieb das Bild zunächst unverändert. Die beiden leistungsstärksten Porsche aus der Gruppe der Specials bis 4 Liter Hubraum dominierten das Geschehen und fuhren ihr eigenes Tempo. Patrick Simon im Bilstein Porsche und Viper-Pilot Peter Zarkowski verloren Sekunde um Sekunde. Hier perfekt eingefangen von der Hubschrauberkamera über dem Caracciola-Karussell. Schnell standen die ersten Überrundungen an
Dass man sich in jeder Situation 100%ig konzentrieren muss, zeigt folgende Szene. Glück und großes Können bei Zarkowski. Eine Bereicherung für das Rennen war auch der Maserati Gran Sport GT3 von Michael Bartels. Die Mannschaft um den 4 GT-Piloten zählte aber nicht zu den Favoriten. Mit nur rund 400 Pferdchen unter der Haube und vergleichsweise seriennaher Technik konnte man gegen die Favoriten nicht angehen. Entsprechend verlor der Maserati rund eine halbe Minute pro Runde und lag nun um Position 10. Nicht so viel Glück wie die Viper kurz zuvor hatte das Team um Stefan Beil im Porsche Cayman RS. In der Hatzenbach-Kurve rutschte er auf dem Curbs weg, die Folge ein Dreher mit heftigem Einschlag in die Leitplanke. Damit war das Rennen schon sehr früh beendet. Sicher drehte dagegen ein Neuling beim 24-Stunden-Rennen seine Runden. Der seriennahe Aston Martin V8 Vantage, unter anderem pilotiert von Sportauto-Chefredakteur Horst von Samrau-Jeltsch. Hier stand weniger der Sieg als das Ankommen im Vordergrund. Wie schwierig das Überrunden leistungsschwächerer Fahrzeuge auf der Nordschleife ist, lässt sich aus der Hubschrauberperspektive besonders gut beobachten. Bei Geschwindigkeitsunterschieden von bis zu 100 Stundenkilometern bekommt der Vordermann nicht immer mit, wenn von hinten ein Brummer heranfliegt. Schließlich müssen auch die Piloten der kleinen Fahrzeuge ab und zu nach vorne schauen und nicht nur in den Rückspiegel. Nach kurzer Reparaturphase war der Reda Gallardo wieder im Rennen. Die Probleme sollten aber schnell wiederkehren. Der Riss in der Motoraufhängung war die Ursache. Deftig zur Sache ging es im Kampf um die dritte Position. Patrick Simon im Bilstein-Porsche kassierte hier in der Einfahrt zur Nordschleife die Revanche für das Überholmanöver beim Start. Zarkowski in der Dodge Viper zog vorbei, musste sich im Anschluss aber einige herzhafte Attacken von Simon gefallen lassen. Die blieben jedoch ergebnislos. Besonders heikel wurde es in diesem Duell immer dann, wenn Überrundungen anstanden. Hinter einem kleinen Hängenbleiben kam nicht in Frage, also hieß es Überholen im Doppelpack. Und das ist nur möglich, wenn der Fahrer des kleineren Fahrzeugs die Situation erkennt und das mit dem Blinker zu verstehen gibt. Nicht immer verliefen die Überrundungen zur Zufriedenheit der Schnelleren, die ihrem Ärger dann schon einmal Luft machten. In diesem Fall hing der Schreit BMW hinter einem Seat Leon fest. Allerdings ist es in manchen Streckenabschnitten äußerst schwierig, einfach Platz zu machen, ohne sich selbst in die Bredouille zu bringen. Der BMW des Gewinners der 24 Stunden von 1996 und 97, Johannes Scheidt, zählte zum erweiterten Favoritenkreis. Da das Fahrzeug aufgrund seines Konzeptes für die Klasse etwas übergewichtig ist, kam es für den Sieg nicht in Frage. Ein Platz in Podestnähe war für den Eifelblitz aber durchaus realistisch, zumal man sich mit dem amtierenden Meister im Porsche Carrera Cup, Christian Menzel, verstärkt hatte. So lag man nach gut 1,5 Stunden auf der 6. Position und damit in Lauerstellung für höhere Weihen. Nach 10 Runden standen die Boxenstops der Führenden auf dem Programm. Als erstes holte sich der Mantai-Porsche einen frischen Satz Reifen ab. Sicherlich eine weise Entscheidung bei den enorm hohen Asphalttemperaturen. Lukas Luhr übergab das Lenkrad an Timo Bernhard, einen weiteren Porsche-Werkspiloten. Der hatte nun weitere 10 Runden bei großer Hitze im Fahrzeuginneren zu überstehen. Schon nach knapp 2 Stunden war der Scheidt BMW unplanmäßig an die Box gekommen. Die Fehlersuche inklusive Tausch des defekten Kabels hatte gut 20 Minuten in Anspruch genommen. Nun wurde man von der zweiten Zackspeed Viper überrundet, mit der man zuvor noch um die 5. Position gekämpft hatte. Pilotiert von den Nordschleifen erfahrenen Motorsportamateuren Hans-Peter Huppert-Nieder, Christopher Gerhardt, der Griebensam und Werner Mohr hatte dieses Fahrzeug durchaus eine Chance auf ein Treppchenplatz, vorausgesetzt, andere würden patzen. Für den Scheidt BMW sollte dagegen nur wenige Minuten später das jähe Ende folgen, als Oliver Kainz im Bereich Quiddelbacher Höhe einschlug. Auch nicht vom Glück verfolgt waren die BMW M3 vom MSC Rhön, die unter anderem mit einer rein französischen Fahrerbesetzung an den Start gegangen waren. Ein Bruch der Radaufhängung kostete wertvolle Zeit. Ein wahrer Klassiker im Starterfeld war natürlich der Opel Manta mit dem obligatorischen Fuchsschwanz. Eingesetzt von Kiesling Motorsport und pilotiert von der Besetzung Hans-Olaf Beckmann, Bernhard Schmidtner, Peter Haß und Volker Stritzek verzückte man nicht nur die Nostalgiker, auch im Gesamtklassement war man gut unterwegs.
Nach ganz vorne in der Gesamtwertung wollte natürlich auch die Mantai-Truppe. Nach einem Reifenschaden war man auf Platz 4 zurückgefallen. Jetzt war Bernhard wieder dran am drittplatzierten Bilstein-Porsche. Trotz geringfügig mehr Motorleistung schafft es Bernhard im Nordschleifengeschlängel nicht vorbei an Marc Basseng. Auch in diesem Duell konnte man die Fahrkünste der beiden Piloten bewundern, die für ihre Überrundungsmanöver des Öfteren die Ideallinie verlassen mussten, wie hier im Streckenabschnitt Pflanzgarten. Ganz klassisch überholte Bernhard den Bilstein-Porsche dann die Döttinger Höhe hinunter. Hier gilt bei gleichschnellen Fahrzeugen die alte Regel: Wer oben Erster ist, ist unten nur noch Zweiter. Denn gerade bei einem Tempo von knapp 300 Sachen wird im Windschatten eine besonders hohe Überschussgeschwindigkeit erreicht. Hier sieht man aber auch, wie sich die Überschussgeschwindigkeit des Mantai-Porsche nach und nach wieder verringerte, sobald er dem kompletten Luftwiderstand ausgesetzt war. Da hatte es der etwas schlankere Bilstein-Porsche leichter. Unter der Antoniusbrücke reichte es Bernhard gerade so, um sich vor Basseng zu setzen. Doch diese Mühe hätte er sich gar nicht machen müssen, denn Stop-and-Go-Strafen gibt es auch bei einem 24-Stunden-Rennen. Der Grund für den unfreiwilligen Stopp war Überholen bei Gelb. Patrick Simon hatte sich die Strafe eingehandelt, Basseng musste sie absitzen. Teamwork der besonderen Art. Jetzt hieß es für Basseng Nerven behalten und sich nicht gleich noch eine Strafe wegen Speedings in der Boxengasse einhandeln. Gerne wäre er wohl schneller gefahren als die erlaubten 60 Stundenkilometer, um die verlorene Zeit zumindest teilweise wieder aufzuholen. Jeder Vollblut-Racer dürfte sich bei der Fahrt durch die Boxengasse fühlen, als wäre die Zeit fast stehen geblieben. Bernhard hatte dagegen kurze Zeit später im Streckenabschnitt Brünnchen zur Dodge Viper aufgeschlossen. Die lag auf Position 2. Dort saß inzwischen Sascha Berth am Steuer und mühte sich redlich, den drängenden Porsche-Werkspiloten in Schach zu halten. Als der Pflanzgarten nahte, hatte Berth dann aber einen Einsehen und machte dem vorsträngenden Porsche artig Platz. Danach musste der Viper-Pilot schnell abreißen lassen. Dem Mantai-Porsche schienen die heißen Bedingungen ganz besonders gut zu liegen. Fehlte ja nur noch der Alsen-Porsche, um die alte Reihenfolge wieder herzustellen. Und dieser ließ auch nicht lange auf sich warten. Im Bereich Schwalbenschwanz war der Führende nach einer guten halbstündigen Aufholjagd gestellt. Vorbeizukommen war indes, wie bei den Topfahrzeugen zuvor, eine andere Sache. Zumal am Steuer des Alsen-Porsche nun jemand saß, der auf der Nordschleife schon Geschichte geschrieben hatte. Der dreifache frühere DTM-Champion Klaus Ludwig. Aber auch der Nordschleifen-Haudegen musste sich Gesetzmäßigkeiten beugen, die auf dieser Strecke herrschen. Und sicher wusste Ludwig schon vorher, was gleich folgen würde, als er die Döttinger Höhe noch in Führung liegend erreichte. Wieder nutzte Bernhard den Windschatten zu seinen Gunsten und zog danach auf und davon. Nach 3 Stunden Fahrzeit lag man wieder an der Spitze. Aber nicht bei allen Teams sollte es so problemlos laufen wie bei der Mantai-Truppe in der Anfangsphase. 1,5 Stunden später Probleme bei einem anderen Topfahrzeug. Leidtragend war die Zackspeed-Mannschaft. In sehr langsamer Fahrt schlich die Dodge Viper über die Strecke. Patrick Huismann saß am Steuer und versuchte, das Auto noch zurück an die Box zu bringen, um den Schaden reparieren zu lassen. So viel vorneweg, er hatte Saunatemperaturen von gut 80 Grad im Auto und aufgrund der heißen Pedalerie Brandblasen an den Füßen bekommen. Bis an die Box war es aber noch ein weiter und qualvoller Weg. Derweil kam es zu einem Rennunfall im Bereich Karussell. Hans Hatto Karl war mit seinem BMW M3 Evo auf die Wiese gekommen und anschließend auf die Strecke zurückgeschleudert. Mit Glück und Geschick vermieden die anderen Teilnehmer eine Kollision. Inzwischen erreichte Huismann die Box und wurde von seinen Qualen erlöst. Peter Zarkowski blieb für den anstehenden Fahrerwechsel nun genügend Zeit, denn zunächst musste das Problem gelöst werden, welches Huismann zur Langsamfahrt veranlasst hatte. Beim Abschrauben des linken Vorderrades war die Ursache schnell gefunden.
Das Problem zu beheben war indessen schwierig. Die linke vordere Radnabe hatte sich verklemmt und war aufgrund eines Defekts, der auch die Bremsscheibe in Mitleidenschaft zog, nicht zu lösen. Patrick Huismanns Fehlerbeschreibungen zielten aber noch in eine andere Richtung. Es hat sich angefühlt als einen initialen Plattfuß und bei der Anfahrt auf dem Flugplatz gab es eine Landung und dann ist das Auto geradeaus, bin ich fast abgeflogen. Und ich habe dann erst gedacht, Plattfuß vorne rechts und dann später habe ich gedacht, vorne links. Aber das Auto, der Reifen ist eigentlich dann nie gegangen und während der Runde wurde ich mir dann bewusst, dass was anderes war und wahrscheinlich irgendwo Radaufhängung vorne links, irgendwo was gebrochen. Weil beim Geradeausfahren war es eigentlich kein Problem. Auto war okay, nur in den Rechtsecken. Nach dem Einlenken ist das Auto dann immer geradeaus geschoben. Also irgendwo vorne links muss was abgebrochen sein. Schließlich war die Mutter gelöst, der Reifen gewechselt und Peter Zakowski nahm das Rennen wieder auf. Allerdings nur für eine Runde. Dann folgten weitere Reparaturarbeiten. Die sogenannte Kundenviper rund um Hans-Peter Hubert Nieder sollte schon wenig später von den Problemen des Schwesterfahrzeugs profitieren. Für ein anderes Fahrzeug war ebenfalls schnell ein Spitzname gefunden. Die Bezeichnung Rentner-BMW für den M3 von Duller Motorsport beruhte allerdings nur auf zwei der vier Fahrer, nämlich Hans-Joachim Stuck und Dieter Quester, zusammen 122 Jahre alt. Mit Dirk Werner und Arthur Deutgen hatten sie Fahrer im Team, die ebenfalls etliche 10.000 Nordschleifenkilometer auf dem Buckel hatten. Mit dem etwas leistungsschwächeren, aber aufgrund des geringeren Gewichts auch agileren Fahrzeugs lagen sie, als es Abend wurde, auf einem beachtlichen sechsten Platz. Ganz auf die Hilfe von Männern war das Frauenteam von Motorsportzentrum Rhein-Ruhr angewiesen, weil ihre prominenteste Fahrerin Christina Surer nach einer Kollision mit defekter Vorderachse an die Box kam. Den sehr nordschleifenerfahrenen Frauen hatte man in ihrer Fahrzeugklasse einiges zugetraut. Durch die fällige Reparatur verloren Kati Droste, Kati König, Katharina Felser und Christina Surer aber viele Plätze. Immer wieder gab es Missverständnisse beim Überrunden. In diesem Fall hatte der Fahrer des Ford Focus zu spät in den Rückspiegel geschaut und sich danach für die falsche Seite entschieden. Glück und Können war vonnöten, um die Situation zu meistern. Nichts mehr zu meistern gab es für die Mannschaft von Kellners Motorsport nach diesem kapitalen Einschlag kurz vor der Einfahrt auf die Grand Prix-Strecke. Dort präsentierte sich derweil ein unversehrter Hingucker des Rennens, der Wiesmann RGT, unter anderem mit dem ehemaligen DTM-Piloten Jörg van Ommen am Steuer. Hatte zwar mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, aber der fette Sound und das auffällige Design waren auf jeden Fall eine Bereicherung des Starterfelds. Ein frühes Aus musste auch der Maserati Grandsport GT3 von Maserati Spa hinnehmen. Im Bereich der Wehrseifenkurve kollidierte Erik van der Pole mit dem VW Golf RTDI von Eberhard Rathunde, der sich sogar überschlug. Am Abschleppseil der Streckensicherung musste er das Rennen fortführen. Ein schwerer Schlag für die Mannschaft rund um Michael Bartels. Nach gut 4,5 Stunden Fahrzeit führte ein Porsche-Trio die Spitze des Feldes an. Die rote Dodge Viper hingegen fiel aufgrund der längeren Reparaturphase aus den Top 10 heraus. Der Alsen-Truppe hingegen war es nicht möglich, das Tempo des führenden Mantai Porsche mitzugehen. So schaute DTM-Pilot Christian Abt eher nach hinten, denn auf den Bilstein Porsche hatte man gerade mal eine Minute Vorsprung. Nach dem Ausstieg der Werkteams aus dem 24-Stunden-Rennen dürfte es Abt trotzdem gefreut haben, sich weiterhin als Fahrer auf der Nordschleife zu beweisen. Und hier schien auch ein erfolgreicheres Abschneiden möglich als auf einem Jahreswagen in der DTM. Die Zuschauer hatten nach den verregneten letzten Rennen dieses Mal außerordentliches Glück mit dem Wetter. Die große Hitze förderte die Flüssigkeitszufuhr derart, dass Becher als Trinkhilfe eher ungeeignet schienen und entsprechend missbraucht wurden. Auch die Drittplatzierten vom Team Land Motorsport hatten DTM-Fahrer am Start. Hier übergab Timo Scheider an Frank Stippler das Auto. Es schien, als wollte Audi seinen Gebrauchtwagenfahrern aus der DTM Erfolgserlebnisse verschaffen. Jedenfalls schlugen sich Stippler, Scheider und Abt Wacker, wobei man anfügen muss, dass alle drei keine Nordschleifen-Novizen sind und allesamt schon beachtliche Erfolge beim 24-Stunden-Rennen einfuhren. Einfach war es für sie alle allerdings nicht.
ist heftig gerade draußen. Also ich hatte mehr Baustellen als Rennstrecke. War ziemlich eigenartig, beziehungsweise ich glaube Mitgrund dafür ist einfach die Abendsonne, die sehr, sehr tief an manchen Stellen steht. Und das ist einfach das Problem, dass man manchmal gar nicht in die Ecke einschauen kann und dann ist ein langsameres Auto oder was auch immer. Und ich glaube, das ist momentan mit das Problem, warum so viele Unfälle passieren. Weiterhin von alledem unbeeindruckt und mit einem Wahnsinnsspeed war der Mantai Porsche unterwegs. Die Überlegenheit des ausgereiften Porsche mit dem vom Teamchef Olaf Mantai stark modifizierten Motor war gerade in der Phase, als die Sonne unterging, am stärksten. Problemlos sägte Marcel Thiemann durchs Feld, der nun das Steuer übernommen hatte. Bevor Frank Stippler weiterfuhr, gab es Probleme mit der linken hinteren Radaufhängung bei Land Motorsport. Da hatte sich Timo Scheider ein Teil eingefangen, welches erst entfernt werden musste, bevor die Fahrt weitergehen konnte. Es sollte jedoch nur wenige Runden dauern, bis Stippler an die Box zurückkehren würde. Die linke Antriebswelle lockerte sich immer wieder und wurde bei den Boxenstops angezogen. Schließlich entschied man sich, einen Getriebeflansch zu wechseln und die Schrauben einzukleben, um das Problem endgültig zu lösen. Das hatte allerdings Auswirkungen auf das Klassement. Der Bilstein Porsche fiel auf den vierten Rang hinter den BMW M3 von Michael Beder und Tobias Hagenmeier zurück. Erst in der Nacht sollte man die angestammte Position wieder erreichen. Hier machte sich die Mehrleistung des nun 3,8 Liter großen Motors bezahlt, den Land Motorsport seit Beginn der Saison verbaut hatte. Ein weiterer wichtiger Bestandteil, um ein Rennen erfolgreich zu gestalten, sind die Stoßdämpfer. Gerade auf der Nürburgring-Nordschleife so wichtig wie auf keiner anderen Rennstrecke der Welt. Doch welche Aufgabe hat ein Stoßdämpfer eigentlich? Der Stoßdämpfer ist das Herzstück eines jeden Fahrwerks und speziell hier auf der Nordschleife, in den 73 Kurven, auf den unebenen Teilstücken, auf den Hochgeschwindigkeitspassagen, Döttinger Höhe, Hatzenbach und so weiter und so fort. Da sorgt der Stoßdämpfer dafür, dass das Ein- und Ausfederverhalten des Fahrzeugs jederzeit konstant ist und der Fahrer für das Fahrzeug für den Fahrer im Prinzip berechenbar bleibt. Und somit kann er im Prinzip die komplette Renndistanz relativ stressfrei sich auf das Fahrgeschehen konzentrieren. Wir haben 250 Starter hier beim 24-Stunden-Rennen. Da muss das Auto einfach und leicht beherrschbar sein, sodass man wirklich sicher ins Ziel kommt. Der Abend nahte, die Fans in der Zeltstadt Brünnchen tankten noch einmal Abendsonne und wunderten sich nicht schlecht, wie gut sich ein vergleichsweise kleines Fahrzeug im Kreis von Porsche Cup-Fahrzeugen schlug. Unauffällig, aber sehr erfolgreich, drehte ein BMW 120D seine Runden. Der von Schubert Motors eingesetzte Selbstzünder mit der Besetzung Claudia Hürtgen, Marc Henerizzi, Johannes Stuck und Thorsten Schubert schob sich Schritt für Schritt nach vorne. Nach 7 Stunden Renndistanz lag man schon auf einem 17. Gesamtrang. Ein klarer Beweis dafür, dass nicht immer nur die meiste Muskelkraft ausreicht, um ganz vorne mit dabei zu sein. Weitaus auffälliger war da schon der Getrag BMW M3 von Michael Beder und Tobias Hagenmeier. Ergänzt durch Ralf Schall, der normalerweise einen Opel Astra V8 Coupé durch die grüne Hölle treibt, und den ehemaligen Meister in der deutschen Tourenwagen-Challenge, Markus Gedlich, lag das Team zu diesem Zeitpunkt an dritter Position. Leider sollte man in den frühen Morgenstunden mit einem Motorschaden ausfallen. Nachdem der Lamborghini Gallardo von Räder Motorsport schon frühzeitig ausgefallen war, hielt nun noch Stefan Rösler vom Team Lambo Racing im zweiten Lamborghini die Fahnen der Italiener hoch. Nach einem Motorschaden im Training, weiteren Problemen mit dem 5-Liter-Aggregat zu Rennbeginn, musste man das Feld von hinten aufrollen. Langsam brach die Dämmerung herein, der Verkehr wurde jedoch nicht weniger. Höchste Aufmerksamkeit war für die Führenden Pflicht. In diesem Falle für Jürgen Ahlsen, der den Porsche zu diesem Zeitpunkt pilotierte. Hier überrundet er den Duller BMW, dessen Fahrer sich bei widrigen Bedingungen deutlich bessere Chancen ausgerechnet hätten. Trotzdem lag man auf einem beachtlichen 5. Platz. Bernd Schneider, ein alter Bekannter aus der DTM, ließ es sich nicht nehmen, die 24 Stunden zu besuchen, auch wenn er selbst nicht am Steuer saß. Auf einem beachtlichen 9. Platz lag zu diesem Zeitpunkt die Dodge Viper GTSR um Christopher Gerhardt. Im Gegenteil zum Schwesterauto hatte sie noch keine Probleme mit den Reifen.
Ein reines Frauenteam stellte auch das Team Flipper Motorsport. Der neu aufgebaute seriennahe Honda Civic wurde von Nicole Müllenmeister, Petra Beirer, Jutta Beisiegel und Carola Esser-Fein pilotiert und bewegte sich um die 130. Position insgesamt. In der teilnehmerstarken Klasse der seriennahen Fahrzeuge bis 1850 Kubikzentimetern war man indes Siebter und lag damit im Mittelfeld. Wenngleich die sachkundigen Fans den leistungsschwächeren Fahrzeugen genauso die Daumen drückten, sprachen die dicken Brummer die motorsportlichen Sinne der Fans aber am meisten an. Der Mantai Porsche mit Topspeed und unglaublicher Traktion in den Kurven. Oder die Zackspeed Viper mit dem größten zulässigen Hubraum und abgrundtiefem Sound. Der Lamborghini Gallardo sorgte dafür, dass es auch mächtig etwas auf die Ohren gab. Keiner brüllte so laut wie er. Und das Flunderdesign sprach durchaus die Augen an, wenngleich die Farbgebung Geschmackssache blieb. Richtig schön anzuschauen war natürlich auch der Aston Martin V8 Vantage, der am Abend um die 50. Position rangierte. Aber einmal mitzufahren ist natürlich auch ganz schön. In der Onboard-Aufnahme kann man deutlich sehen, wie schwierig es ist, bei ständigen Überrundungen und hohen Geschwindigkeiten die Ideallinie zu nutzen. Immer noch im Rennen und gar nicht so schlecht, der Opel Manta von Kissling Motorsport. Er drehte konstant seine Runden und belegte zu diesem Zeitpunkt Platz 47. Zumindest die Außenhaut des nicht mehr ganz so jungen Gefährts hatte schon einige 24-Stunden-Rennen erlebt. Die Technik unten drunter dürfte zumindest teilweise neuerer Generation gewesen sein. Englisch gesprochen wurde auf diesem Subaru Impreza. Hier stellte sich der aktuelle Rallye-Weltcup-Fahrer Chris Atkinson der Herausforderung 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Phil Bennett, Alan van der Merwe und der in Darmstadt wohnhafte Nordschleifen-Dauergast Jonathan Price unterstützten den australischen Querfahrer bei seinem Vorhaben. Als es in die Nacht ging, wurde man immerhin an 64. Stelle verbucht. Mittlerweile waren bereits 7 Stunden zurückgelegt und die ersten Ermüdungserscheinungen machten sich bei einigen Teammitgliedern bemerkbar. Kurzes Einnicken war angesagt, um die nächsten Aufgaben anzugehen. Es wurde immer dunkler auf der Strecke, rundherum wurde für Lagerfeueratmosphäre gesorgt. Auch wenn der Fleischgeruch durch die Lüftungsschächte seinen Weg ins Fahrzeuginnere fand, war seitens der Fahrer ans Grillen nicht zu denken. Mehr als 3 Minuten Vorsprung auf den Alsen Porsche veranlasste die Mantai-Truppe dennoch, etwas Drehzahl herauszunehmen, um das Material zu schonen. Der Blick war ganz klar auf den Sieg gerichtet. Wie stark sich der Lamborghini auf der Geraden präsentieren kann, verdeutlichte diese Szene. Der zweitplatzierte Alsen Porsche hatte seine liebe Mühe, dem Tempo zu folgen. Trotzdem war der Porsche sicherlich auch dank der starken Fahrerbesetzung pro Runde rund 40 Sekunden schneller. Der Nürburgring war nun in ein orangefarbenes Licht am Meer getaucht. Hier ein Blick von der Nordschleife im Bereich Hatzenbach in Richtung Grand Prix-Strecke. Bei Einbruch der Nacht musste dann auch der Hubschrauberpilot seinen Arbeitstag beenden. Doch zuvor lieferte er noch einmal einen wunderschönen Blick über das Fahrerlager, welches für die zahlreichen Teilnehmer zusätzlich auf die Mercedes Arena ausgeweitet worden war. Hier lagen schon viele Fahrer in den Kojen, um zu späterer Nachtstunde frisch ausgeruht in die Lenkräder greifen zu können. Und so ging das Fahrerfeld dann endgültig in die Nacht. Bereits mit einer Runde Vorsprung führte souverän der Mantai Porsche vor den Alsen-Brüdern und dem sensationell Drittplatzierten, dem BMW von Michael Bäder. Auch die Viper von Peter Zarkowski arbeitete sich wieder in die Top 10 vor, lag aber schon 4 Runden hinter dem Führenden. Wenn es dunkel wird rund um die Nürburg, dann steigt die Anspannung in der Boxengasse.
Jetzt heißt es für Teams und Fahrer die Konzentration halten, keine Fehler machen, auch wenn die Müdigkeit immer größer wird. Nur wer perfekt arbeitet, hat eine Chance auf den Sieg. Und natürlich braucht man Glück. Und das fehlte Hans-Joachim Stuck unterwegs im BMW M3 von Duller Motorsport. Er konnte schon kurz nach Mitternacht seine Tasche wieder packen. Ein Unfall im Streckenabschnitt Wehrseifen beendete die Aufholjagd des Quartetts Quester, Werner, Deutgen und Stuck. Also erstmal leider, dass nichts passiert ist, weil wenn du in einem Scheitelpunkt in der Kurve stehst, die Leute haben dich zugeschossen kommen, das war relativ hart. Dann natürlich schade für das Red Bull Duller Team, wir haben uns einen guten Platz, hätten wir uns sicher erhofft. Aber das, ich glaube, jetzt haben wir zwei, drei. Nur kurze Zeit später auch das Aus für die mitfavorisierte Dodge Viper von Zackspeed. Das 24-Stunden-Rennen 2006 für die Mannschaft um Teamchef Peter Zarkowski. Eine einzige Serie aus Pleiten, Pech und Pannen. Die rote Viper ist jetzt, sagen wir mal, doch etwas entstellt. Also wir haben ein massives Ausbruchproblem. Wir hatten an dem Auto schon einige Dinge, die wir kurzfristig reparieren mussten, wieder herstellen mussten, was nicht ganz in unserer Planung lag. Wir wollen jetzt eine Konzentration der Kräfte auf das Schwesterauto mit der 33. Denn dieses Auto liegt ja nach wie vor sehr gut im Rennen. Es ist nach wie vor in den Top 10. Und so muss man sich jetzt darauf konzentrieren, dieses Auto heile und vor allen Dingen erfolgreich nach Hause zu bringen. Das Pech der Konkurrenz sorgte natürlich für beste Laune bei den dominierenden Porsche-Mannschaften. Gefahrlos auf Rang 3, das Team von Land Motorsport. Und das trotz kleinerer Schwierigkeiten. Wir haben jetzt einige Probleme gehabt mit einer lösenden Schrauben am Antriebsflansch, die wir immer wieder nachziehen mussten. Und wo die Jungs jetzt einen guten Job gemacht haben, aber das hat uns doch zwei Runden nach hinten geworfen. Es ist natürlich eine schwierige Situation, ob wir jetzt versuchen, im gewissen Maß am Ball zu bleiben, damit wir vorne nicht abreißen lassen und nicht allzu viel Risiko einzugehen. Also wir haben jetzt hinten rum zwei Runden Platz und nach vorne auch. Jetzt müssen wir mal schauen, was sich jetzt über die Nacht neu ergibt. Ähnlich die Situation für das hochkarätig besetzte Alzen-Team auf Rang 2. Die beiden Alzen-Brüder Uwe und Jürgen, unterstützt von Klaus Ludwig und Christian Abt, waren zwar schnell unterwegs, aber nicht schnell genug. Jetzt hieß es, die richtige Taktik zu wählen. Der Auto ist einfach zu schnell und geht zu hohem Speed. Und wenn wir jetzt so forcieren würden, treiben wir das Risiko ins Uferlose. Und von daher wollen wir jetzt erstmal sehen, dass wir unsere Platzierung behalten. Und ich meine, wir haben noch keine Halbzeit. Ist kurz davor und dann sehen wir weiter. Also wir haben noch ca. 12 Stunden, die wir fahren müssen, lange Zeit und da kann auch viel passieren. Hoffte da etwa jemand auf das Pech der Konkurrenz? Wie im vergangenen Jahr lag das Manthei-Team auch diesmal souverän in Führung. Eine Runde trennte die Porsche-Mannschaft von den Verfolgern. Bis jetzt lief alles glatt, vielleicht zu glatt. Teamchef Olaf Manthei traute dem Frieden noch nicht. Das lief im vorigen Jahr schon genauso gut. Und ja, um 7 Uhr sah die Welt dann sonntags morgens anders aus. Und da wollen wir jetzt mal sehen, dass wir da drüber kommen. Und ich hoffe, dass um 10 nach 3 oder 5 nach 3 unser Auto immer noch so gut läuft wie jetzt. Eins war sicher, Olaf Manthei würde gute Nerven brauchen. Denn auch wenn die Nacht geschafft war, konnte auf der Nordschleife bis zur Ziellinie noch alles passieren. Schließlich war die Nacht überstanden. Nach vielen Ausfällen war das gesamte Klassement durcheinander geworfen worden. Mittlerweile waren 7 Fahrzeuge in der Top 10 durch die Firma Porsche vertreten. Lediglich die Dodge Viper von Christopher Gerhardt hielt da oben noch mit. Sehr erfreulich und bemerkenswert war auch das Abschneiden von Claudia Hürtgen auf ihrem BMW 120D, der mittlerweile auf Platz 8 rangierte. Nun gab es auch bei der einzig verbliebenen Dodge Viper Probleme. Der Tankdeckel wurde beim Boxenstopp nicht richtig verschlossen und so trat während der Fahrt Benzin aus. Dies bedeutete einen weiteren Boxenstopp in kürzester Zeit. Der Manthei Porsche hingegen hielt sein konstant hohes Tempo. Nach 2 Dritteln der Renndistanz stand die zweite Überrundung des Alzen Porsches an.
Die Alsen-Truppe hatte aber längst erkannt, dass ihrem zu Saisonbeginn neu aufgebauten Porsche noch der letzte Feinschliff fehlte, um dem ausgereiften Mantai-Gefährt das Wasser reichen zu können. Immer noch auf Platz 3 liegend, aber schon mit 3 Runden Rückstand, kam der Land-Porsche aus der Nacht. Nach hinten schauen musste Timo Scheider dennoch nicht, denn die Kunden-Viper von Zackspeed hatte trotz Rang 4 weitere 5 Runden weniger auf dem Zähler. Der Rückstand auf das Alsen-Team resultierte allein aus den Schwierigkeiten mit der Antriebswelle am Abend zuvor. Doch bei noch gut 7 zu fahrenden Stunden konnte noch viel passieren. Glück im Unglück hatte Timo Bernhard auf dem führenden Mantai-Porsche. Ein schleichender Plattfuß vorne links bedeutete einen langen, zeitraubenden und gefährlichen Weg zurück an die Box. Nach den Routinechecks an der Aufhängung wurde Entwarnung gegeben, die Führung war nicht in Gefahr. Durch den Zeitverlust konnte sich der Alsen-Porsche lediglich zurückrunden. Roland Asch gönnte sich, obwohl in diesem Jahr nicht aktiv, eine kurze Auszeit. Er unterstützte lediglich seinen Sohn Sebastian bei seinem 24-Stunden-Debüt, was wohl anstrengend genug war. Frank Stippler versuchte indes, sich auf dem Bilstein-Porsche zurückzurunden. Und die Döttinger Höhe hinunter hätte es eigentlich klappen müssen. Es blieb aber lediglich beim Versuch. Kaum aus dem Windschatten heraus war es vorbei mit der Überschussgeschwindigkeit. Dazu fuhr weiter vorne ein langsameres Fahrzeug. Da wollte Frank Stippler keinen Unfall riskieren. Auch Sebastian Stahl, Stiefbruder von Michael Schumacher und 2004 Meister im Seat Leon Supercoppa, stellte sich der Herausforderung 24-Stunden-Rennen. Doch sein BMW M3 GT lief nicht immer rund, was zwischenzeitlich einen 30. Platz bedeutete. Anvisiert war ein Platz in den Top 10, doch das sollte nichts werden. Dafür sahen die Zuschauer beim Frühshoppen einen anderen BMW ganz weit vorne. Die sparsame, aber durchzugskräftige Dieseltechnologie in Verbindung mit einem Nordschleifen-erprobten BMW-Fahrwerk hatten den Schubert BMW bis auf Platz 7 gebracht. Und auch 24-Stunden-Neuling Johannes Stuck hat wohl einige Gene vom Papa geerbt. Wir sind auf Platz 6, muss ich noch berichtigen. Denn das Auto Nummer 11, was momentan 6. ist, steht im Karussell und hat lediglich noch eine Runde Vorsprung. Es ist mit Abstand das Geilste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Nicht nur die Führenden, auch die kleineren Teams müssen überrunden, überholen und gleichzeitig in den Rückspiegel schauen. So wie in diesem Fall der Renault Clio RS unter anderem mit einem der dienstältesten 24-Stunden-Piloten am Steuer, Uwe Reich. Er hatte noch keinen der 34 Eifel-Klassiker verpasst. Bei den Specials bis 2 Liter Hubraum lag man 5 Stunden vor Schluss an 7. Position. Im Gesamtklassement war man 62. Zusammen mit Michael Wellmann, Markus Leger und Patrick Hinte landete Reich schließlich auf einem beachtlichen 50. Platz. Immer noch gut unterwegs war der Lamborghini Gallardo der Lambo Racing GmbH. Dieser profitierte von den inzwischen zahlreichen Ausfällen und es gelang den Fahrern, bis auf Platz 25 vorzufahren. Noch einmal gab es den Soundcheck für die Fans im Pflanzgarten. Wie sehr ein Auto selbst auf der langen Geraden die Döttinger Höhe hinunter beansprucht wird, konnte man gut bei der Fahrt mit Marc Warnecke beobachten und vor allen Dingen hören. Im Audi A3 des Weltrekordhalters auf der 50 Meter Kurzbahn im Brustschwimmen sorgten die zahlreichen Bodenwellen öfters mal für Knacken im Gebälk. Leider sollte Warneckes Audi nur eine Runde später mit technischem Defekt im Bereich Schwalbenschwanz stehen bleiben. Eine bittere Pille rund 3,5 Stunden vor Schluss. Nach mittlerweile 20 Stunden wurde deutlich, dass nur noch ein Ausfall des Mantai-Porsches dessen Sieg verhindern würde. Auch die Plätze auf dem Podest waren schon so gut wie vergeben. Die viertplatzierte Dodge Viper hatte bereits 8 Runden Rückstand. Doch weiterhin auf dem Vormarsch und zur Bewunderung aller war Claudia Hürtgen mittlerweile auf Position 6. Das Wichtigste, was ein Team beim 24-Stunden-Rennen braucht, ist Kampfgeist. Frei nach dem Motto, dabei sein ist alles und ankommen noch viel mehr, wies dieser Honda S2000, der bereits abgeschlagen auf Platz 175 geführt wurde, schon 73 Runden Rückstand auf.
trotz vieler Probleme hatte man alles gegeben. Der Italien-Porsche um Francesco Chiani hatte noch einmal Glück im Unglück. Ein Reifenplatzer hinten links im Hochgeschwindigkeitsabschnitt Schwedenkreuz ging nur für den Fahrer gut aus. Für das Team hieß es danach einpacken und die Rückreise nach Italien antreten. Wie ein Uhrwerk lief der Honda Civic Type R vom MSC Konz. In der Besetzung Erik Freichels, Michael Klotz, Uwe Meuren und Arndt Hallmanns landet man schließlich auf einem dritten Platz in der Klasse der Specials bis 1850 Kubikzentimeter und auf Rang 84 im Gesamtklassement. Bei der Alzentruppe nahm man nun auch Tempo heraus und war nur noch darauf bedacht, sicher ins Ziel zu kommen. Denn beim Gegenspieler im Kampf um Platz 2 ereignete sich Tragisches. Auf Platz 3 liegend und mit sicherem Vorsprung auf die viertplatzierte Dodge Viper kam es plötzlich zu Rauchentwicklung am Land Porsche. Marc Passeng schaffte es leider nicht mehr ganz, an die Box zu fahren und musste sein Auto im Bereich Tiergarten abstellen. Der Ein-Mann-Löschzug war zwar schnell zur Stelle, das hellte die Mienen der anderen Mitfahrer aber nicht mehr auf. Niedergeschlagenheit machte sich breit. Ich wusste nicht, dass das Auto brennt, weil ich keine Funkverbindung zur Box hatte. Wir sind ohne Funk gefahren in den letzten Turn, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich war halt auf mich allein gestellt und ich kenne eigentlich nur beim 24-Stunden-Rennen halt so lange fahren, wie sich halt ein Rad dreht. Und das habe ich eben versucht zu machen, so langsam wie es geht. Natürlich habe ich gesehen, Öldruck, alles hat geleuchtet, aber was hätte ich machen sollen? Wenn du auf der Strecke stehst, dann ist ganz vorbei. Wenn wir es jetzt hier hingeschafft hätten, wäre vielleicht was zu retten gewesen, aber ist natürlich riesen enttäuschend, riesen Scheiße für uns, aber es ist halt 24-Stunden-Rennen und nicht 22 Stunden. Damit hatten Hans-Peter Huppert-Nieder, Christopher Gerhardt, Dirk Riebensam und Werner Mohr auf der Zugspeed Kundenviper kampflos Platz 3 geerbt, womit vor dem Rennen kaum einer gerechnet hatte. Christina Surer hingegen war sicherlich froh, im Rennen noch dabei zu sein. Dies ließen Kampfspuren am Heck ihres Autos erkennen. Nach den Problemen des Damenteams zu Beginn des Rennens hatte man sich weiter nach vorne gekämpft und sollte schließlich auf dem 62. Rang einlaufen. Da hatte man so manches Herrengespann das Fürchten gelehrt. Jacques Lafitte war ebenfalls noch im Rennen. Zusammen mit einem Amerikaner, einem Briten und einem Italiener pilotierte er den zweiten Maserati im Starterfeld. Diese motorsportliche Variante der Völkerverständigung schaffte es schließlich auf den 36. Gesamtrang. Nachdem der Vitaphone Maserati von Michael Bartels schon zu Beginn ausgefallen war, ein Riesenerfolg für Maserati. Dass auch Doktoren schnell unterwegs sein können, bewiesen diese beiden Piloten Dr. Franz Xaver Berndorfer und Dr. Christoph Eglau auf einem VW Golf 4, die das Rennen unter den Top 100 beendeten und letztlich 98. wurden. Der ebenfalls von Mantai Racing eingesetzte Porsche 911 GT3 mit vier Briten am Steuer war zu diesem Zeitpunkt schon in den Top 10 und beendete das Rennen schließlich auf Platz 8. Hier war er unterwegs in Richtung Schwalbenschwanz, einem Streckenabschnitt, der wie das Brünnchen von Tausenden von Zuschauern bevölkert wurde. Die letzten drei Runden musste der Schlussfahrer aber alles geben, denn die nächsten Verfolger lagen gerade einmal 16 Sekunden zurück, als man schließlich das Ziel erreichte. Ein knapper Vorsprung, bedenkt man die schließlich gefahrenen 137 Runden. Auch der Kissling Opel Manta sollte das Ziel sehen. Zwar fiel er im Laufe der Zeit um einige Positionen zurück, aber auch bedingt durch mehrere technische Defekte. Immerhin kam er durch und Platz 65 in der Endabrechnung war wahrlich kein schlechtes Ergebnis. Die Jungs aus Down Under, das Team von VIP Pet Foods, waren eigentlich nur angereist, um Spaß zu haben. Dass es am Ende Platz 9 wurde und damit die beste Platzierung, die ein australisches Team beim Nordschleifen-Klassiker jemals erreicht hatte, erfüllte die Mannschaft vom 5. Kontinent zu Recht mit Stolz. Wir sind dieses Rennen gefahren, um der Welt zu beweisen, dass wir vom Team VIP Pet Foods die schnellsten sind. Wir sind zu diesem besten Rennen der Welt mit dem besten Auto der Welt gekommen.
Deswegen sind wir hier, um zu zeigen, dass wir die schnellsten und weltbesten Männer von VIP Pet Food sind. Auch schon ein Klassiker unter den Teilnehmern war der Audi V8 von Derichs Rennwagen mit dem Mayener Erich Derichs am Steuer. Der Wagen Baujahr 92 war zu dieser Zeit schon von etlichen Kampfspuren gezeichnet. Trotzdem erreichte Derichs zusammen mit Manfred Kubik, Markus Sedlmayr und Alfred Schweiger einen ordentlichen 103. Gesamtplatz. Um ein serienmäßig rund 2 Tonnen schweres Fahrzeug wie diesen 4,2 Liter Brummer auf die nun 1380 Kilogramm zu trimmen, hatte man sämtliche Komfortmerkmale ausbauen müssen. Aber beim ständigen Bergauf und Bergab auf der Nordschleife zählt nun mal jedes Kilogramm. Dämmmaterialien wie auch elektrische Fensterheber und ähnliches haben in einem Rennwagen eben nichts verloren. Ein weiteres Auto, das viele Sympathien auf sich vereinigte, war dieser Rover Mini Cooper einer schweizer-schwedischen Fahrerkombination. Zwar fiel er mitten im Rennen aus, doch für die letzten Runden wurde er noch einmal flott gemacht. Ein durchaus üblicher Brauch beim Eifelmarathon. Ehre wem Ehre gebührt, am Ende des 24-Stunden-Rennens warteten alle Beteiligten auf den Sieger, damit dieser als erstes die Ziellinie überqueren kann. Einige Fahrzeuge mussten auch angeschoben werden, um den letzten Kraftakt, das Überqueren der Ziellinie, zu schaffen. So ganz an die Spitze des Feldes schaffte es das Siegerfahrzeug dann aber doch nicht. Nur einmal während der gesamten 24 Stunden war der Mantai Porsche zu langsam. Hier. Nach 24 Stunden war es also vollbracht. Mike Rockenfeller hatte die große Ehre, den Porsche von Olaf Mantai über die Ziellinie zu pilotieren. Dem Teamchef war es zuvor in 32 Anläufen nicht gelungen, die 24 Stunden vom Nürburgring zu gewinnen. Weder als Fahrer noch als Teamchef. Entsprechend groß war die Freude, nachdem man im Jahr zuvor in Führung liegend am frühen Morgen noch ausgeschieden war. Mit mehr als einer Runde Rückstand kam der Alsen Porsche auf Platz 2 ins Ziel. Schlussfahrer Jürgen Alsen sowie Uwe Alsen, Klaus Ludwig und Christian Abb konnten dennoch mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein. Lukas Luhr, Marcel Thiemann, Timo Bernhard und Mike Rockenfeller hatten einfach das ausgereiftere Auto zur Verfügung, was ihre Leistung keineswegs schmälerte. Eine kleine Überraschung war der dritte Platz von Hans-Peter Huppert-Nieder, Christopher Gerhard, Dirk Riebensam und Werner Mohr. Aber ankommen ist nun einmal das erste Ziel bei einem Rennen. Und das tat die Kundenviper im Gegensatz zu höher gewetteten Fahrzeugen. Wer am Schluss weder die Motorkraft des eigenen noch des anderen Fahrzeugs zur Verfügung hatte, musste sein Gefährt mit Muskelkraft über die Ziellinie schieben. Insgesamt kamen 141 von 225 gestarteten Fahrzeugen ins Ziel. Hier noch einmal der Endstand in der Übersicht. Hinter den Podestplätzen lief ein weiterer von Mantai Racing eingesetzter Porsche ein. Dann schon die große Überraschung mit dem BMW 120D aus dem Hause Schubert Motors. Auf dem 13. Gesamtrang lief der von Kissling Motorsport eingesetzte Opel Astra GTC ein, der auch die teilnehmerstärkste Klasse gewann. Am glücklichsten waren aber die Gesamtsieger inklusive ihres Teamchefs. Das kann man an und für sich gar nicht beschreiben. Ich sage das heute schon mal direkt nach dem Sieg. Das ist, als wenn man durch einen Steinbruch fährt mit einem riesen LKW, wo ein Vierfamilienhaus drauf ist, was man endlich mal abladen kann. Aber ich sag mal, wirklich zur Wirkung wird es wohl erst in den nächsten Tagen kommen, weil ich habe so viele Jahre dafür gekämpft und meine Mannschaft mit. Und dass es jetzt endlich mal geklappt hat, ist für uns alle natürlich das Größte. Den letzten Kraftakt absolvierten die Gesamtsieger dann auch mit Bravour. Und danach kam es zu dem, womit wohl keiner mehr gerechnet hatte. Es begann zu regnen. Allerdings nur den verdienten Siegersekt. Insofern durften sich die Fahrer wie die Zuschauer in diesem Jahr auch einmal beim Wetter bedanken. Denn auch das war spitze. Bleibt nur zu hoffen, dass es 2007 genauso schön wird beim nächsten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.